Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir machen uns direkt auf den Weg zum Glockenturm. Und ja, was wir alles in der letzten Folge gemacht haben. Ja, wir haben einen Außenposten erledigt und das war's eigentlich auch. Nur hatten wir dazu erstmal einen zweiten Anlauf gebraucht, weil zuerst mache ich mir da ein kleines Bildchen vom Außenposten, wie, wo, was, wann. Und dann beim zweiten Mal klappt es oft oder auch vielleicht erst beim dritten Mal, ich weiß es nicht. Jedenfalls in der letzten Folge hat es erst beim zweiten Mal geklappt, was mich aber auch nicht wundert, um ehrlich zu sein, weil die Außenposten werden ja immer stärker und immer schwerer. So, aber vielleicht liegt das auch am Schwierigkeitsgrad, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich habe es ja auf normal gestellt, weil ich mir dachte, nee, leicht ist was für die Pussys unter uns. Deswegen, ja. So. Also dann machen wir uns mal auf den Weg zu den Außenposten. Also nee, nicht Außenposten, zum Glockenturm meine ich. Ist ja ein Glockenturm, kein Außenposten. Außenposten hatten wir in der letzten Folge. Glockenturm ist in dieser Folge dran. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Sieht ja immerhin noch 830 Meter. Ist ja doch noch ein Weilchen hin. Aber wer mich kennt, weiß, warum ich die ganzen Wege immer zu Fuß laufe. Ganz einfach, Sport ist erstes Mord. Und zweitens, sag ich jetzt mal, ja. Auch wenn ich mit dem Auto fahren würde, ich würde es sofort in den Sand setzen. Wer mich in Far Cry 3 gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und daher, ja. So. Also, auf geht's zum... Oh. Was ist da jetzt los gewesen? Da war gerade eine... Dingens. Eine... Wusste doch, da muss was gewesen sein. Naja, naja. Wieder mal ein paar Soldaten kurz ausgeschalten, so nebenbei. Kann man auch mal machen. So. Darunter möchte ich nicht stürzen. Das wäre bösartig. So, da haben wir noch eine nette Blume. Ein kleines Pflänzchen, was wir mitnehmen. Wir können keine, also wir können grüne Blätter zur Genüge brauchen. Multikill. Oh ja, das war ein Multikill. Und die flogen und flogen und flogen kilometerweit, bis sie irgendwann auf dem harten Asphalt aufklatschen. So. Ja. Somit haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld eingenommen von diesen Soldaten. 1966 kyratische. Eine Million neunhundertsechsundneunzig kyratische Rupien. Das ist ja immerhin schon was, ne? Aua. Das tat ein bisschen weh gerade. Aber was soll's. So. Wieder mal. Ach ja, wieder mal einen Trucker zerstört. Ja, naja, was soll's. Die fahren ja auch ständig herum, ne? Die fahren da ständig herum, diese Trucks. So, ich
Schau mal, wie ich da am besten hinkomme. Okay. Es war kein Auto von den Feinden. Es war ein ganz normales Auto. Da steht allerdings ein Auto von Feinden, glaube ich. Sollte ich jetzt nicht stören. So. Oh. Wieder einer weniger. Ach Mensch. Ihr habt ja auch nicht leicht, ne, mit mir. Hier, als Kämpfer. Unglaublich. Da versucht man zum... Oh, der Baum brennt. Zwei Bäume brennen, oder? Nee. Nee, ist nur einer. Hat so ausgesehen, als würden. Ah, guck mal. Meine Ahnung, was da heute abgeht hier. Unglaublich. Da wimmelt ja nur so von Gegnern. Unglaublich, unglaublich. So, 2 Millionen haben wir jetzt. Unglaublich, wir haben 2 Millionen eingenommen. Wir brauchen unbedingt die große Geldbörse. Ja, gut, ne. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir da hochkommen. Wie kommen wir da rauf? Wie zum Teufel kommen wir hier rauf? Damit das mal jemand erklärt, wie man da rauf kommt. Zum Geier machst du da! Wie kommt denn da rauf? Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Vielleicht komme ich da irgendwie rauf. Auf den Felsen. Ja, toll, ey. Ja, klasse. Wie soll ich denn da raufkommen? Mal ganz ehrlich, wie soll ich denn da raufkommen auf diesen Glockenturm? Das geht ja gar nicht. Hä, wie soll ich denn da raufkommen? Wie soll denn das schon wieder funktionieren? Kann mir das mal jemand erklären? Wie das hier gehen soll? Tja. Ah, vielleicht so. Vielleicht hätte ich das vorher sehen müssen. Ach so, nee, da komme ich ja nur bis zum... Alter, wie soll ich denn da raufkommen, ey? Da kann man das immer jemand erklären? Wie soll denn das gehen? Auch nicht hoch. Hä? Das kommt mir ja gar nicht hoch. Alter, also mit dem Wingsuit hat schon mal nicht funktioniert. Das sehe ich ja erst mal ein. Mit dem Wingsuit funktioniert es anscheinend nicht. Oder? Ja,
Also um ehrlich zu sein, glaube ich, dass das nicht mit dem Wingsuit beabsichtigt ist, dass man das mit dem macht. Okay. Anscheinend. Oh. Drei Glockentürme sind es noch, dann haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Dann fehlen nur mehr die Außenposten. Ich glaube, davon haben wir 15 oder 14 von 27, also da fehlen noch ein paar. So, perfekt. Somit haben wir das auch. Damit haben wir wieder zwei Erfahrungspunkte, die wir natürlich hier wieder reinlegen können. Jetzt brauchen wir noch vier Erfahrungspunkte, um das Ganze hier voll zu kriegen. So, jetzt haben wir da mal alles erledigt. So, jetzt geht's auf zum Außenposten. Und der ist 410 Meter. Ich hoffe, ich raste da jetzt nicht runter wie ein Sack. Ist das gut, wenn man so mit dem Wingsuit irgendwie umgehen kann. Wenn es natürlich nicht immer sonderlich leicht ist. Aber man muss auch damit lernen umzugehen. So. Rein theoretisch müsste ich jetzt... Oh. Okay. Mhm. Okay. Nähern uns eurer Position. Du bist tot. Ja. Im Namen des Königs. Ja. Ja.
Mann, jetzt stirb halt mal. Mich eigentlich so gut wie keiner finden. Oh. Ach, da unten. Alter, nee, du bist wieder so ein Scheiß. Ja, geil. Okay. Das war ein bisschen böse jetzt gerade. So, wieder mal ein Fehl meinerseits. Tut mir leid, aber das verträgt wieder meinen Kanal wieder nicht. Ich nehme mal an, ich werde die ganze Phase rausschneiden. Ich weiß es noch nicht. Gucken. Warum muss er jetzt genau wieder nachladen? Ja. Geil, oh Martin. Wow, bin ich cool. Okay, nochmal das Ganze. Eieiei. So, ich sollte... Boah, ich sollte echt vorsichtiger rangehen. Mach das immer so überstürzt, habe ich so das Gefühl. Ich mache das meistens so überstürzt, weil ich das einfach schnell erledigt haben möchte. Nur genau das ist ein Fehler wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Ach Gott, ach Gott, Leute. Boah, das ist echt ein schwieriger Scheiß Außenposten, ey. Ich glaube, da hänge ich lang dran. Ich glaube, da hänge ich ein bisschen länger dran. So. Okay. Es sind drei Alarme. Drei Alarme, die ich deaktivieren muss. Drei Alarme. Okay. Das ist nicht leicht. So, ich sollte echt nicht überstürmend rangehen, weil sonst könnte das womöglich den Tod führen. Yeah.
Alter, warum hat er mich jetzt gerade entdeckt? Ich hab den doch gerade einen Kopfschuss verpasst. Alter, boah, ich hab den doch gerade einen Kopfschuss verpasst. Das habt ihr doch gerade gesehen. Ihr habt doch gerade gesehen, dass ich den gerade einen Kopfschuss verpasst habe. Wie geht das? Dass der immer noch lebt nach dem Kopfschuss. Was ist das jetzt schon wieder für ein Scheißpack? Unglaublich. Okay. So, jetzt haben wir natürlich wieder. Wir kommen von Süden. Der lebt ja immer noch, der Typ. Na, was soll denn die Scheiße? Wo lebt denn der noch? Scheiß auf den Alarm ist es drauf geschissen. Es läuft gerade ziemlich gut hier. Es läuft gerade ziemlich gut. Eine Leiche überlasse ich den Leben. Alter, wie viele kommen denn noch, ey? Das kann nicht wahr sein, ey. Nee, es kommt doch noch ein Heli. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Es kommt doch noch ein Heli? Verdammte Scheiße! Alter, verdammte Scheiße. Alter, boah, ich hab keine scheiß Munition mehr, ey.
Habe ich? Oh, scheiße. Es kommt dann noch einer anscheinend irgendwo. Ist nur darauf achten, wo der genau. Oh, scheiße. Okay, wieder einer weniger. Na toll. Irgendwie wird es langsam ein bisschen gefährlich hier. Wie viel Granaten hält der aus? Boah, ey, wie viel Granaten hält der aus, der Typ? Ist doch nicht, ey. Das kann nicht wahr sein, wann kommt denn der runter? Ich hab den jetzt schon 100.000 Granaten draufgeworfen, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. So, jetzt frage ich mich gerade, wie lange ich das eigentlich noch durchhalte. Alter, ich habe keine Granaten mehr, was soll ich jetzt machen? Boah, ich habe kein Ding mehr, kein Granatenwerfer und nix. Alter, was soll ich jetzt machen? Ich hab doch keine. Boah, ich weiß echt nicht mehr.
mehr, was ich hier machen soll, Leute. Ich möchte nicht rumschütteln. Oh, ich krieg das den scheiß Hini nicht runter. Den scheiß Heli nicht runter, ey. Alter, wie viel hält der aus? Ich will nicht mehr. Leute, helft mir. Alter, ich habe keine Ahnung mehr, was ich jetzt noch machen soll. Ich krieg den nicht runter. Boah, ich krieg diesen scheiß Heli nicht runter. Ich krieg den scheiß Heli nicht runter, ey. Alter, schon langsam wird's ein bisschen creepy hier. Na toll. Danke. Alter, ich hab echt keine Ahnung mehr, was ich jetzt noch machen soll. Nirgendwo Munition gibt, weißt du? Es gibt nirgendwo Munition. Nirgendwo, ey. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Boah, die Folge wird unendlich lang, ey. Was ich machen soll. Machen. Ich krieg den scheiß Heli nicht runter. Alter, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch hier. Jetzt wird's echt kritisch. Und die Folge ist schon 30 oder 40 Minuten lang wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll gegen den. Ui. Mann, ey. Was soll ich machen?
Scheiße! Alter, das kann nicht wahr sein. Gibt's denn sowas, ey? Alter! Leute, ich brauche eine Pause. Ich brauche echt eine Pause. Ein großer Mann braucht keine Socken. Alter, ich habe das... Nee, ich habe jetzt all meine scheiß Munition verbraucht wegen dem scheiß Heli. Nur weil ich vorher keine scheiß Munition mehr hatte und diese scheiß Munition habe ich auch nirgendwo in einem scheiß Unterschlupf gefunden. Oh Mann, ey. Ich sag's euch. Das ist nicht schön gewesen. So. Kauf. Alter. So. Das war, glaube ich, die ich jetzt hatte vorher. So. Okay. Sie haben mich hier festgehalten. Alter Leute, ich sag's euch, das ist jetzt echt krass gewesen. Ich suche nur nach Munition, aber ich Alter. Ja. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall jetzt mal eine Pause, liebe Leute. Ich brauche da auf jeden Fall eine Pause und tut mir leid für die Überlänge jetzt gerade, aber ich wollte das einfach noch schaffen. Und ich wollte gucken, ob wir es irgendwie hinbekommen und nicht mittendrin auf einmal abbrechen, wo die Spannung so hoch war und ihr wahrscheinlich auch gerade mitgefiebert habt. Aber ihr habt gesehen, ich hab rein gar nichts mehr gehabt. Ich habe weder Granaten gehabt, noch habe ich den Granatenwerfer noch gehabt. Ich habe kein Maschinengewehr gehabt, nur mehr Flammenwerfer und den Dingens, diesen, Pfeil und Bogen. Dann auch noch mit dem allen Maschinengewehr ein bisschen draufgeballert, aber das war's. Ich hatte gar nichts mehr. Ich hatte nirgendwo mehr Munition. Das war jetzt echt krass. Also, wundert mich, dass ich das doch noch geschafft habe. Aber gut, Leute. Ich werde hier auf jeden Fall mal eine Pause einlegen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja. Es war unfassbar. Also dann, Freunde. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.